Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe schnell den USB-Kabel schon mal in die Steckdose gemacht. Wir sollen ja jetzt die App runterladen. Das geht rucki-zucki, denke ich mal. Ich zeige euch da noch mal einen Trick. Ihr braucht nicht unbedingt einen QR-Code-Scanner. Die neueren Handys, ich finde meine Kamera da. Die neueren Handys, also bei meinem Huawei ist das so. Ich habe hier oben da so ein kleines Icon. Seht ihr das? Hattet mal. Da, die Kamera. Das, ich habe jetzt mal hinten Finger drauf gemacht, damit ihr das seht. Da. Wenn ich da drauf drücke. So, dann habe ich dann hier unten Übersetzung. Und dann kommt Shopping, Kalorien. Also wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt hier nichts da. Mal gucken, ob er das hier als was erkennt. Objekt nicht erkannt. Also wenn ich jetzt hier was zu essen habe, dann sagt er mir eigentlich fast immer an, wie viel Kalorien das hat. Identifizieren, hier kann man dann Sachen identifizieren. Seht ihr die Punkte? Ja, und dann sucht er und er hat irgendwas gefunden. Und ganz vorne, da habe ich QR-Code-Scanner. Und da brauche ich jetzt einfach nur, ich muss mal gucken. Da. Ja, es macht sich so doof mit euch. Ich muss das alleine machen. Da kann ich nämlich stillhalten. So, jetzt hat er euch gefunden. Und da sagen wir dann einfach Download for Android. Und wir kommen dann in den Google Play Store direkt rein. Und dann können wir das dann einfach mal installieren. Sind 69,49 MB. Und ja, sollte auch jetzt ziemlich schnell installiert haben. Ich guck mal nach. Wi-Fi-Taste. Okay, hat auch Wi-Fi, so wie es aussieht. Das werden wir. Meine Tochter kommt auch schon, die Kleine, die hört im Flur schon schreien. So, zulassen, zulassen. So, ich lasse jetzt einfach mal alles zu. So, jetzt sollen wir uns registrieren. Oder Facebook. Ich nehme jetzt einfach Facebook-Methode, geht schneller. Bin gleich fertig, Hasi. So. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Passwort genommen, weil ich habe ja gestern ein Passwort geändert. Ach so, jetzt brauche ich wieder einen Code. Da brauche ich diese Google Authentifizierungs-App. Da. Bestätigungscode in Zwischenlager einfügen. Jetzt ich fortfahren. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. So, er lädt. Ich kriege auch kopieren. Ich kriege auch bitte Land oder Region angeben. Germany. Hat er doch. Speichern. So. Meine Geräte. Hat da natürlich nichts drin. Einstellungen.
Gerät hinzufügen, kopieren. Was? Ich will nicht zur Garantie. Gerät suchen. Und wir haben die Ranger. Pro. Suchen. Findet da natürlich nichts. Geräte. Wieder hier ein Verifizierungscode auch noch schon oder was? Jetzt habe ich eine Minute Zeit. Na, bei meinem Glück ist es garantiert wieder im Spam-Ordner. Ja, sage ich ja. Only, ja. Kopieren. Bitte bestätigen. Ja. So. Zulassen. Bitte scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät. Ja, meine Kamera steht gerade nicht scharf. Nein. Jetzt? Nein. Ach, hat er schon gefunden. Nein. Ach, wie viele Kameras haben die denn? Ist ja... Ranger Pro. Gibt es nur eine Ranger? Ranger 2, Ranger IQ, Ranger Pro. Hier unten habe ich sie. Zack. So, die soll ich jetzt an Strom machen. Das machen wir jetzt auch. So, ich habe sie jetzt am Strom. Hier leuchtet aber auch nichts. Doch, hier unten. Seht ihr das? Da leuchtet es rot. Die dreht sich. Ich brächte euch mal nach unten, damit ihr das sehen könnt. Also die hat sich jetzt einmal so komplett gedreht und dann ging die Linse einmal hoch und einmal runter. Achso, ich unterstütze kein 5G. Ich muss jetzt erstmal bei mir die Fritzbox wieder umwechseln. Also mich auf 2,4 GHz verbinden. Weil ich die getrennt habe. Kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe extra in der Fritzbox gesagt, die 2,4 und 5 GHz trennen, weil ich da ab und zu Geräte hatte, auch Fire TV, die mit dem 5 GHz Probleme hatten, wenn es mit dem 2,5 und dem, also in der Fritzbox ein Signal war sozusagen. Und so habe ich das halt getrennt und habe die verschieden benannt. 2,4 und Fritzbox 2,4 GHz und Fritzbox 5 GHz. Da kam die Fire TV 3 mit klar, mit 5 GHz, aber so, wenn es zusammen war, nicht. Da gab es nur Probleme, Abstürze, kein Internet und hast nicht gesehen. So. Bitte WLAN-Passwort eingeben. Mal angucken, ist das richtig? Merken Sie sich das Passwort? Ja, das will ich mir merken. Merkt ihr das mal. Blinkt die LED langsam grün? Ja. Oder? Ja, die grüne LED blinkt langsam. Drehen Sie den Ton an Ihrem Handy voll auf. Was war das? Ich habe Fernseher ausgemacht, weil Juna mit der Fernbedienung gespielt hat. Nee, hat er irgendwie eine Eulengeräusche gehört. Ich habe nur auf den Ausknopf gedrückt. Kannst du Alexa sagen, dass das ausmachen soll? Nee. Dafür habe ich sie doch. Erhöhen Sie Sicherheit.
Vergeben Sie bitte ein Gerätepasswort. Also ich soll jetzt für das Gerät ein Passwort vergeben, dass man da halt nicht drauf zugreifen kann. Das machen wir eigentlich mal. So, jo, weiter. 60 Sekunden, verbinden mit Cloud. Also der verbindet sich jetzt mit der Cloud, also hat WLAN. Es leuchtet jetzt auch grün. Ich mach mal so runter, dann könnt ihr das sehen. Also das ist eigentlich von der Einstellung her ziemlich gut und doppelt und dreifach gesichert. Ecke? Moment. So, da bin ich wieder. Die Kleine hat sich den Kopf gestoßen. So, wir sind fertig. Wir haben die jetzt komplett eingerichtet. Erledigt. Ich habe einen Coupon jetzt gekriegt. 7 Tage Cloud-Speicher free. 30 Tage inaktiv später. So. Jetzt habe ich hier einfach mal da oben, wo jetzt grün ist, angemacht. Was ist denn das? Mein Cloud-Speicher, mein Gerät. Ranger. So. Autosnapshot habe ich an. Handy, Smartshots. Achso, da kann ich jetzt das Vorschaubild kann ich da jetzt machen. Ja, da wollen wir aber noch ein neues machen. Aus Album auswählen. Nee. Ist ein Autosnapshot. Ja. So. Sieht ein bisschen besser aus. So. Ranger, hier kann ich auch den Namen ändern. Das ist eine Ranger Pro 7C7i. Das lassen wir. Gerätemodell Ranger Pro. Die Seriennummer, Geräteaufkleber, da kann ich mir dann den Geräteaufkleber gucken, Gerätepasswort. So, haben wir. Gucken wir mal, aktivieren, einstellen. Ranger Pro. Gucken, ob er mich auch, ob er die Kamera auch lokalisieren kann. An. Achso, der sagt mir nur 1 Meter genau. Okay. Kann man die jetzt irgendwie auch. Funktionen. Jetzt habe ich hier auch wieder das Bild, ein Modell, Firmware, was drauf ist. Cloud-Speicher habe ich nicht an. Speicher, WLAN, Bewegung erkennen. Also sprechen, also hat ein Mikrofon drin. WLAN hat es drin. Bewegung erkennen. PTZ, also ich kann es wohl über Handy steuern. Privatsphäre aus. Einstellungen und lokale Aufzeichnungsdauer.
Timer geregelt. Smarte Verfolgung. Cloud-Speicher nicht aktiviert. Geräteton. Angepasste Verschlüsselung können wir anschalten. Brauchen wir jetzt nicht. Netzwerk. Mehr. Kamerabild umdrehen. Können wir auch machen. Ich würde jetzt aber nur gerne mal wissen, wo wir das Kamerabild sehen. Lokale Daten. Mein Gerät. Aktualisieren. Upgrade starten. Also, ihr habt ein Update. Auf 2.680.0000.14.R.190809. Geht aber auch rucki zucki. Leuchtet jetzt hier rot, hier oben rot und hier unten rot. Ich weiß nicht, ob ihr das über Kamera vernünftig sehen könnt. Also praktisch da und da. So 91%. Update läuft. 3%. 6%. Ja, dann mache ich jetzt kurz eine Pause, bis er fertig ist. So, wir sind jetzt bei 90%, 94%. Gucken, was sie dann macht. So, ist schon installiert. Also einmal runterladen, einmal installieren. Smart Tour. Es lädt gerade. Jetzt geht's wieder hier. Starte die App mal neu. Ich mach mal alles, was im Hintergrund läuft, mach ich mal aus. So. Also jetzt macht das. Wenn ich hier starte, kann ich hier gleich auf die Kamera gehen. Jetzt, ich habe meine Kamera. Zulassen. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Ah, dann kann ich praktisch ins Handy reinsprechen und kommt an der Kamera raus. So, machen wir mal aus. Ich kann einen Screenshot machen. Hinweis, ja, ich kriege gerade einen Hinweis, dass mein Cloud-Speicher nicht aktiviert ist. Rekord. Ich kann auch aufnehmen, ich habe aber keinen Cloud-Speicher. Ich habe auch keinen Speicher in der Kamera drin. So, aus. Jetzt müsste ich gleich wieder eine Benachrichtigung kriegen. Aber die Qualität sieht eigentlich sehr gut aus. Oh, das war so ja nur SD. Jetzt habe ich mal HD gemacht. Leck mich. So. Ach, hier kann man auch ein Fenster machen, wo man dann mehrere angucken kann. Ist ja geil. Pause, Play, Ton, Test. Ich höre irgendwo was. Aber von wo? Test. Die Kopfhörer.
sind noch an. Die ich im Video davor gezeigt habe. So. Test, test, test. Test, test, test. Test, test, test. Immer noch hier. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Ah, jetzt höre ich es über hin. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe gedacht, ich bin bescheuert. Hier irgendwo höre ich meine Stimme. Aus der Kamera kam es nicht. Aus dem Handy kam es nicht. Naja. Habe ich vergessen zu deaktivieren. Kann ja mal vorkommen. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kannst du Kämer zählen, ey. Vergesse ich das auszumachen, ey. So, jetzt können wir da frisch vom fröhlich frei weitermachen. Ich lasse aber jetzt mal Mikrofon aus, nochmal kurz anmachen. Mikrofon Test. Aus, nochmal kurz anmachen. Mikrofon Test. Aus. Das ist auch halt praktisch das Mikrofon hier drin. Wartet mal. Hört ihr das? Pass auf. Hört ihr das? Pass auf. Ich muss halt auch ausmachen. Wenn ich die Kamera, also mein Handy drehe, dann könnt ihr auch hier das sehen. Ja. Also die Qualität, muss ich echt sagen, ist gut. Hätte ich jetzt so, ehrlich gesagt, nicht erwartet. Jetzt habe ich mal SD-Qualität. Naja, gut. Ich zeige euch jetzt mal kurz HD. Das ist die HD-Qualität. So. Das ist HD. Und wenn wir jetzt hier oben einmal hier drauf drücken, zack, jetzt springen wir auf SD. SD hat auch eine verdammt gute Qualität, muss ich sagen. Aber man sieht halt beim Kabel hinten, wenn ich jetzt meine Kamera, wenn ich versuche mal das so rinzuhalten, damit ihr das seht, hier hängt so ein Kabel runter, hier, also vom Mikrofon, da irgendwo. Und bei SD ist der so ein bisschen pixelig. Und wenn ich HD mache, dann könnt ihr sehen, dass der Kabel nicht pixelig ist. Ja, wir können auch jetzt steuern. Seht ihr das? Halt. Ist ja geil. So, dann könnt ihr so ein bisschen von meinem Assassin's Creed Bild sehen. Ja, hier können wir einfach... So, das ist jetzt die weiteste, was jetzt rum ist. Da bin ich, halt nicht so weit. Seht ihr mich praktisch, wie ich euch gerade das zeige? Da. Und wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, da kommt der R ab, der Karton. Das ist meine Frau wahrscheinlich. So, jetzt kommen wir wieder zu mir. Jetzt gehen wir auf die andere Seite rum. Jetzt sehen wir da die Schrankwand. So. Und das ist mein TV. Da bin ich schon wieder.
Ist ja geil. So, könnt ihr da mal sehen. Wartet mal, ich versuche mal, dass ihr das seht. So, ich gucke jetzt nämlich gerade zur Kamera, also zu euch. Und jetzt gucke ich da rein und mach mal Hallo. Also die Übertragungsgeschwindigkeit ist auch eigentlich sehr gut. So, dann können wir das ausschalten. Wir können hier auch Pause machen. Wir können wieder Play machen. Dann verbindet er sich wieder mit der Kamera. Wie gesagt, ein Screenshot können wir machen. Dann haben wir unten so ein kleines... Da. Der verschwindet dann auch bald. Da ist dann halt gut, dass ihr dann SD drauf habt. Dann können wir hier eine Aufnahme machen. Dann leuchtet es da rot. Wird dann alles auf SD-Karte gespeichert. Mikrofon können wir anmachen. Was machen Sie auf meinem Gelände? Ja, dann ist halt praktisch, wenn ihr ihn seht, könnt ihr dann Quatsch über Handy rinquatschen. Alter, was machst du auf meinem Gelände? Verpiss dich! So, dann können wir auch noch eine Zeitsteuerung machen. Wir können sagen, wann die Kamera an sein soll. Von wann bis wann und überwachen soll. Also tagsüber braucht sie ja nicht. Dann können wir den Cloud-Speicher aktivieren. Oder SD-Karte. Ich richte euch erstmal wieder zu mir. Oh, ich muss jetzt Zoom rausmachen. Also von der Qualität bin ich gerade ein bisschen. Und da seht ihr das. Ihr könnt dann sagen, Cloud-Speicher oder SD. Ja, die bieten halt auch einen Cloud-Speicher an. Was der Cloud-Speicher kostet. Später bewerten. Cloud. Ich guck mal, ob man was sieht. Ich habe... Ah, hier. 3 Tage Cloud-Speicher. Testen. Ja, und für 12 Monate kostet es 19,99. 0,05 US-Dollar, also Cent pro Tag. Wir können auch für einen Monat nehmen. Da kostet 6 Cent am Tag. Kostet 1,99 $. Also, und 3 Tage haben wir erstmal gratis. Der Preis geht eigentlich. Muss ich jetzt mal so sagen. So, 3 Tage. Ach so. Hä, das sehe ich jetzt nicht durch. 3 Tage. 3 Tage Cloud-Speicher, 12 Monate, 0,5 Cent pro Tag. Wenn wir 7 Tage Cloud-Speicher nehmen, $0,08 pro Tag. 30 Tage, 69, 19 pro Tag. 30 Tage Cloud-Speicher, 12 Monate, 30 Tage Cloud-Speicher, 1 Monat. Also 30 Tage Cloud-Speicher, 1 Monat kostet 6,99 € und wohl ein Jahr 69. Also hier sehe ich echt gerade nicht durch, weil hier steht, oh, 3 Tage Cloud-Speicher, 12 Monate, 5 Cent. Also 0,5 Cent. Also ist ein bisschen sehr kurios. So, dann habe ich hier gerade eine Nachricht gekriegt, dass in der App was passiert ist. Und dann kommt natürlich, du musst den Cloud-Speicher aktivieren. Oder halt den internen Speicher abbrechen. Ja. Und da wir den internen Speicher nutzen, reicht der interne Speicher aus. Ja, die werde ich dann schön im Flur. Oh, mir juckt die Nase. Im Flur oben bei der Fritzbox ranmachen. Dann kann ich sehen, was hier in der Wohnung passiert und wer hier reinkommt und ob hier jemand reinkommt und so, will ich mit Bewegung machen. Oder vielleicht an die Decke machen, ich weiß es noch nicht.
Und ehe der das da irgendwie abgekloppt hat oder so, habe ich schon Benachrichtigungen gekriegt, wenn es auf Bewegungssteuerung ist. Ey, da ist jemand in deiner Wohnung und ich habe hier eine SD-Karte drin. Und hier hinten, selbst wenn ihr das abkloppt, macht die halt noch schnell ein Foto. Und dann kann man dann später bei der Polizei sagen, hier gucke, Foto gemacht, der hat mir die Kamera abgekloppt, der war in meiner Bude. Wenn er nicht gerade eine Maske hat. Mal gucken, kriegen wir alle denn? Ich habe ja auch noch andere Sicherheitsmöglichkeiten hier in der Wohnung. Ich habe ja noch Bewegungssensor und ach, alles Mögliche. Von Divolo und so. Das soll es jetzt auch zum Hardware-Video gewesen sein. Das ist eine kleine, schnucklige Kamera. Und ich muss echt sagen, im Vergleich zu damals, zu den Überwachungskameras, 1080p, wirklich ein gutes 1080p. Im Nachtmodus haben wir jetzt noch nicht getestet. Ob es einen Nachtmodus hat, weiß ich auch jetzt so genau nicht. Ich muss den noch ein bisschen testen. Ja, aber Bild, Ton, also muss ich echt sagen, Hut ab. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. So, nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt mal weg. Achso, für die Leute, die das Unboxing nicht gesehen haben, ihr könntet hier unten abbauen. Ist ja so. Schrauben habt damit bei und Dübel, da macht er das einfach an die Wand. Und dann macht er das ran und dreht das einfach. So, und dann ist es fest. Ja? So, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin dann mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.